Als Entwicklungsumgebung habe ich Greenfoot gewählt. Man könnte aber auch einfach jede beliebige andere Java IDE nehmen oder das Ganze im Texteditor machen und dann mit der Kommandozeile übersetzen. Das ist relativ egal. Also, hier unten ist eine Klasse, die nennt sich View. Wir starten erstmal nur mit der View und versuchen erstmal ein Fenster zu erzeugen, das unsere Benutzeroberfläche anzeigt, auch wenn das erstmal noch nichts kann. Um die Funktionalität zur Verfügung zu stellen, importieren wir eine Bibliothek, und zwar die Swing- und die AWT-Bibliothek. Das ist etwas von Java, was Java uns zur Verfügung stellt, damit wir nicht jedes einzelne Button-Element oder Textfeld-Element selber programmieren müssen. Also durch die beiden Befehle import haben wir eine ganze Menge an Zeugs, mit dem wir arbeiten können. Angefangen von Buttons bis hin zu komplizierten Tabellen und so weiter. Unsere Klasse View, die ich so genannt habe, ich hätte sie auch anders nennen können, bekommt alle Eigenschaften von JFrame vererbt. Indem ich das hier hinterschreibe, ist unsere View eine Unterklasse von JFrame und ich kann dementsprechend alle Attribute und Methoden nutzen, die ein JFrame zur Verfügung stellt. Das will ich ja, schließlich möchte ich ja nicht alles selber programmieren, sondern möchte die Funktionalität nutzen, die Java uns zur Verfügung stellt. Ein Button ist ein Objekt der Klasse JButton und wir haben ja auch noch ein JLabel. Die habe ich MyButton und MyLabel genannt. Ich hätte sie auch Klaus und Dieter nennen können oder irgendwie anders. Da bin ich ja komplett frei in der Wahl, wie ich meine Instanzen hier entsprechend nenne. Gut, diese beiden, also Button und Label, sind in der gesamten Klasse verfügbar, denn ich habe sie ja hier in der Klasse deklariert. Jetzt kommen wir zum Konstruktor. Wenn eine View erzeugt wird, dann wird folgender Quelltext ausgeführt, nämlich dieser, und es wird auch nichts mehr gemacht, außer dieser Quelltext ausgeführt. Also der Titel der Applikation wird hier gesetzt. Das taucht nachher oben auf, so wie hier oben Greenfoot steht. Quasi steht dann, oder wie hier View MVC1 steht, steht dann in dem Fenster später Model View Controller. Dieser Befehl sorgt dafür, dass die Applikation auch wirklich geschlossen wird, wenn ich auf den X-Button drücke oder hier bei Mac ist es ein roter Knopf zum Schließen. Dann kann ich noch die Größe des Fensters hier setzen und entsprechend die Position, wo das Fenster sein soll, ob es maximiert sein soll in der Mitte des Bildschirms. Ich habe es jetzt einfach mal auf 50-50 gesetzt. Das dürfte irgendwo hier oben gleich auftauchen, das Fenster. Ja, und dann man braucht es nicht, aber es ist schöner, man kann jetzt sogenannte Panels sich deklarieren, die dafür sorgen, dass das Programm ein bisschen strukturierter ist. Das sind so Zeichenflächen, wenn man so möchte, in die man dann so Kontrollelemente reinschieben kann. Habe jetzt hier ein Panel angelegt. Man muss immer sagen, mit welchem Layout man arbeiten möchte. Flow Layout heißt, ich packe da was rein, das kommt ganz nach links und das nächste kommt rechts daneben, das nächste wieder rechts daneben. Und so kann man ein einfaches Layout machen. Es gibt auch verschiedene Layouts, in denen man Sachen über, untereinander oder sagen kann, der Button soll an Position 100, 100 sein und das Label soll an Position 200, 100 sein oder das eine im Norden, das andere im Süden. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier das Einfachste genommen. Dann wird das Label tatsächlich initialisiert. Einfach nur ein Textfeld, wo steht, hier steht Text. Und dann ganz wichtig, es muss dann mit dem Befehl add dem Panel hinzugefügt werden. Dasselbe passiert mit dem Button. Ich erstelle einen Button, spendiere dem noch eine Größe, damit der Text auch wirklich schön sichtbar ist und füge dann diesen Button wieder dem Panel hinzu. Jetzt enthält dieses Panel mit dem Namen JP ein Label und ein Button. Und mit dem Befehl add kann ich wiederum dieses Panel dem JFrame zufügen. Also wir haben jetzt quasi unser Fenster. Unser Fenster enthält ein Panel und unser Panel enthält ein Label und ein Button. Mit setVisible schalte ich das Fenster dann tatsächlich auf sichtbar, denn wenn man das nicht macht, dann sieht man gar nichts. Wenn ich also jetzt eine neue View erzeuge, dann taucht hier oben ein Fenster auf, wo steht, das ist wieder weg, klick mich. Ich kann jetzt hier draufklicken und es passiert noch nichts. Wie man das programmiert, kommt im zweiten Teil.